Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fernbus-Simulator. Lange nicht mehr gefahren, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das genau funktioniert. Ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nur, wo wir hin wollen. Oder auch nicht. Es hat zwei dicke Updates gegeben, die ich irgendwie mehr oder weniger total verpennt habe. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, sind wir hier auch auf einem neuen DLC, dass da... Sie haben eine freie Fahrt ohne Fahrgäste. Die soll irgendwie... Ist ein Hotel oder so. Mal gucken, wie das überhaupt funktioniert. Wir müssten eigentlich mal eine Route ausdenken, oder? Ja, möchte ich. Ich habe keine aktuelle Route. Oder will er von hier nach Berlin? Wir gucken einfach mal. Wir sehen mal zu, ob wir in den Bus kommen. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt. Ich habe hier vorher keinen Soundcheck gemacht. So, wie ging denn das noch? C, glaube ich. Naja. So. Alter, wenn du das ein halbes Jahr nicht mehr gefahren bist, ne? Dann blickst du ja da überhaupt nicht mehr durch. Okay. Das war irgendwas mit. Zündung starten. E oder Controller Starttaste. Das höre ich jetzt nicht an, ich höre ihn nicht. Und Lenkung geht natürlich auch nicht, obwohl er das Lenkrad noch drin hat. Das heißt, du kannst nach jedem Update die ganze Scheiße von vorne einstellen. Das ist unglaublich, du ehrlich. Es scheint, als ob eines deiner Geräte falsche Werte zurückgibt. Ja, wie wäre es denn, wenn ihr den Mist einfach mal so lasst, wie es ist? Mann. Vorwärts. Achse hinzufügen. Vorwärts. Das wäre rückwärts. Okay, und nun? Benutze jetzt die Achse deines Gerätes und beobachte die Vorschau unten. Und nun? Seitwärts. Abbrechen. Gerät, Drift, OZ hat er doch. OZ. Machen wir den Assistenten. Okay. Bitte setze alle in die Ausgangs. Bestätigen. Genau. Lenke bis ganz nach links und kehre zurück in die Ausgangsposition. Lenke bis ganz nach rechts und gehe in die Ausgangsposition. Beschleunige und geh in die Ausgangsposition. Bremse und geh in die Ausgangsposition. So, was willst du nun? Bestätigen. Wenn du möchtest, kannst du folgende mal ja, fortsetzen. Genau. Linker Blinker, genau. Rechter Blinker, genau. Taste für den Retarder, nehmen wir mal die. Tempomat nehmen wir die. Ja, bestätigen. Achso, schon fertig? Anwenden. So. Spiel zurück. Drin hat er trotzdem nicht. Das Spiel beenden. Abbrechen. Ja doch. Ah, jetzt.
Warum ist jetzt hier Musik an? Alter Schwede, du. Aber auch wieder alles verstellt. Ich könnte jedes Mal kotzen, ganz ehrlich. Musik machst du leise, brauchen wir nicht. So, anwenden. Da haben wir nämlich dann ein Urheberschutzproblem. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier... So. Alter, es kann nicht angehen, oder? Habe ich die Musik gerade abgestellt? Steuerung. Radio. Radiosender wechseln. Warum geht das nicht einfach so wie bei anderen Spielen auch? Warum muss jedes Mal nach jedem Update alles verstellt werden? Beim Euro Truck Simulator ist es doch nicht. Von wo schalte ich dieses verdammte Radio aus? Da ist das Radio noch da. Anwenden. Mann, Mann, Mann. Vor allem wäre es mal interessant zu wissen, ist das urheberrechtlich dann in Ordnung oder nicht? So. Pfeilabwärtstaste. Was? Klimaanlage anschalten. Öl. Ach so, das müssen wir auch noch alles machen, ne? Oh, jetzt fahren wir. Haha. Sehe nix. Warum sind die Scheibenwischer an? Blinkt sogar. Ups. Was ist eigentlich mit der Grafik los? Die ist so zappelig. Boah, nur halt dir doch nicht lange an. KG, wo kommst du überhaupt her? Alter, so und weg. Jetzt einer kommt, hat er Pech gehabt. Ja, man muss sich überhaupt erstmal wieder dran gewöhnen, ne? Also schon ewig nicht mehr gefahren und... Ich weiß nicht, müssen die jetzt eigentlich an jeder Ecke hier rumstehen oder was ist das? Na, Hauptsache ihr seid noch rüber. Man müsste mal wieder eine Tour starten mit Fahrgästen. Ich kenne die ganzen Funktionen gar nicht mehr, wie ich
die ganzen Sachen einschalte, die Klimaanlage und so weiter, gibt es irgendwie Tasten und das alles muss ich mal ausprobieren nochmal. Erstmal sehen, wir verbleib stehen, Freundchen. Außerdem viel zu früh. So, packen es auch auf den Bürgerstrich. Ein bonbonfarbenes Auto. Alter. So, wir fahren einfach mal geradeaus. Was ich auf jeden Fall merke, mein Lenkrad vibriert. Das ist so. So, wir sind jetzt sehr schnell unterwegs mit unserem Bus. Aber spielt ja keine Rolle, wir haben ja keine Fahrgäste an Bord. Aber das ist ein bisschen merkwürdig, wenn man irgendwo einschlägt oder sowas, das Grafikverhalten. Sehr, sehr komisch. Kamikaze-Busfahrer hier. So, wie gesagt, mir geht es hier jetzt einfach nur mal ums Fahren, ums Handling und so weiter. Gucken, was hat das Update gebracht. Auf jeden Fall eine Scheißlenkung. Der hat aber, da hat richtig die Reifen gequietscht. Wahnsinn. So, mal gucken, wie schnell wir denn. Der geht mir aber auch auf den Zünder hier, Mensch. Mach Platz hier. Also die Lenkung ist irgendwie, ich weiß nicht. Die könnte etwas straffer sein. Ich habe hier vollen Lenkeinschlag und fährt trotzdem nicht um die Kurve. Lenkt auch nur, wenn du langsam fährst. Hier auch schon wieder nicht. Was ist das denn jetzt gewesen? Schließen F9. Ah ja, okay. Ah, okay. Wo sind die schon wieder an? Was sind denn jetzt hier die Scheibenwischer? Die
gehe mir doch auf den Zünder hier. Der fährt doch irgendwie nicht, ha? Ja gut, so können wir wenigstens nicht zu schnell fahren. Also irgendwas hat hier jetzt nicht richtig funktioniert. Wir fahren mal links rum. Ah, jetzt kommen wir auch wieder in Fahrt. Ja, das passiert, wenn man lange keinen Fernbus-Simulator mehr gefahren ist. Ich muss mal eben oft üben. Dann muss er da auch mal wieder eine Fahrt mitmachen, Mensch. Gekugelt. Entschuldigung. Musste meine Katze vom Tisch jagen. Du hast dir nichts vom Tisch zu holen, junge Dame. Dann klatscht es. Aber kein Beifall. So, das war die blöde Leiter. Also, hallo. Ich weiß nicht, was sie von dieser Folge denkt, aber das kann ich eigentlich nicht online stellen, sowas. Das ist eine erste Mai-Lächerlichkeitstour oder so ähnlich. Und das Lenkrad zittert jetzt auch hier, was es vorher nie gemacht hat. Doch mal Zeit für was Neues. Und das flattert auch. Ja, es ist alles komisch. Fahren. Wir wollen gerade sagen, da geht aber doch noch mehr. Ja, was soll man zur Grafik sagen? Also, ich kann mich daran erinnern, dass ich in einem der letzten Videos gesagt habe, ja, die Blumen zum Beispiel am Wegesrand finde ich viel zu groß. Da hier das Blaue und das Orange, was sind das für Mutantenblumen? Ich finde die Grafik ein bisschen zu extrem. Ich finde die, ganz ehrlich, ob es jetzt die ProMods ist oder SCS, Euro Truck Simulator im Allgemeinen, die finde ich tatsächlich realistischer, muss ich irgendwie sagen. Das ist hier so ein bisschen, ja, sieht aus wie hingemalt. Ui, hier kriegst du jetzt aber richtig Adrenalin, mein lieber Freund. Richtig schön mit Schmackes den Hügel runter. Ich finde die Grafik hier so ein bisschen unwirklich, will ich es jetzt mal nennen. Mal wie Paluten. Geh da weg. Fahren wir einfach über die Wiese. So, haben die Folge eh schon versaut, von daher macht das dann auch nichts mehr. Ich kann auch mal so fahren. Also geländegängig ist er.
vorne ist eine Tankstelle. Können wir etwa tanken auch? Motor ausschalten, okay. Tankt der jetzt oder was macht der? Okay, das Anfahren kriegen wir mittlerweile wieder hin. Oh, ich habe die Bordsteinkante übersehen. Okay, also man kann mittlerweile tanken. Cool. Eine erste Mai-Peinlichkeitstour. Genauso werde ich dieses Video nennen. Erste Mai-Peinlichkeitstour. Dabei hatte ich nicht mal meinen Mai-Bock heute. Gerade einen Energy-Drink geholt, damit ich mal wach werde. Vielleicht sollte ich mich noch 2 Stunden ins Bett legen zum Schlafen. Könnte doch nicht schaden, oder? 12 Uhr. Alter, das Lenkrad flattert, du. Das hat es vorher nicht gemacht. Mit den aktuellen Tragen. Das ist Minuspunkt. Das war schon mal besser bei euch. Das hat dieses Lenkrad in diesem Spiel sonst nie gemacht. Nie. Ganz dicker Minuspunkt. Nehmen wir das hier durch, haben wir werden dann demnächst mal wieder eine ernsthafte Tour fahren. Aber mit dem Lenkrad hier, das ist ja schlimmer als beim Euro Truck Simulator. Ich pack's nicht mal an im Moment. Zwei Updates, Fluch oder Segen, ich weiß nicht. Schneller als 101 kriegen wir nicht auf den Schirm, wa? Noch ein Minuspunkt. Bäume und Büsche ragen in die Straße hinein. So, das machen sonst nur Modder. Blaues, wollen wir da hinfahren? Rennsteig. Ich habe das kostenlose DLC Rennsteig und das ist in Thüringen. Ich habe da noch nie von gehört, deswegen weiß ich nicht ansatzweise, wo das sein soll, weil in der Karte ist es als Rennsteig auch nicht vermerkt. Oder war das sogar die Stelle, wo wir eben... Alter! Was machst du denn? Oder ist das die Stelle, wo wir eben... sagt schnell. Beim Hotel waren. Ist das der Rennsteig? Oder die Gegend Rennsteig? So komme ich hier drauf. Sind hier
blind war, soll ich mal Wasser mitten durch die Büsche. Leitbahn. Hallo! Hey. Kann ich mal wieder auf meine Fahrbahnseite? Danke. Ich bin aus Versehen mit meinem Bus ins Grün gerutscht. Ja, ich muss hier noch mal ein bisschen was nach den Einsteigern gucken, dann fahren wir auch wieder mal eine ernstzunehmende Tour. Das ist jetzt mal so gerade just for fun. So die einzelnen Updates, ja, keine Ahnung, ich glaube die KI ist nicht mehr so chaotisch. Mein Lenkrad klappert. Oh, das schöne Schild. Ah. Also hier schmierst du relativ schnell ab, ne? Irgendwas an der Physik geändert? So, wir fahren jetzt hier mal um den Schrottplatz drumherum. Also was auf jeden Fall schön ist, die Geländetauglichkeit der Busse. Das ist auf jeden Fall, ne, schon mal... Hoppla! Seit wann kann man hier nicht mehr durch Bäume fahren? Interessant. Hallo, da bin ich wieder. Moment habe ich auch nicht ansatzweise eine Ahnung, wo wir hier gerade sind. Aber echt eine Spaß. Nein, also wir fahren das demnächst wieder ernster auf jeden Fall. Ich will es jetzt einfach mal antesten. Polizei ist viel unterwegs, aber die blitzen wenigstens nicht. Die wollen mir nicht an mein Pommesgeld. So viel Chaotentum, ey. Erste Mai Lächerlichkeitstour. Damit gewinnen wir den ersten Preis. Definitiv. Vorne. Ui, ich glaube, den habe ich in den Busch geschubst. Komm, ich habe gerade Schwung. Fakt ist, die KI hält nicht an. Die halten gnadenlos drauf zu. Erste Mai Peinlichkeitstour, ja. So werde ich sie nennen. Weiß ich echt nicht, wo wir hinfahren. Auch mein Ortsschild oder so. So, wir fahren, bügeln hier mal über die Wiese. Aber die bessere Bodenhaftung tatsächlich. Thank you.
So, jetzt gucken wir, was auf dem Schild steht, dass wir mal wissen, wo wir sind. Einbeck. Einbeck, ist das nicht bei Hamburg? Einbeck. Oder täusche ich mich da? Aber gut, es mag natürlich auch mehrere geben. Müssten wir theoretisch an die Küste kommen. Können wir hier rüber? Ja, geht auch. Kühe. Ja, wir machen das immer echt mal hier wie Paluten, das kann ich auch. Aber ich schreie nicht immer, oh Gott, was hängst du mir am Radkasten? Das ist mein Radkasten. Du hast einen eigenen. Ach, ich bin auch ein bisschen müde noch und unkonzentriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, also wer diese Folge ernst nimmt, hier ist selber schuld. Nehmen sie ja selber nicht ernst. Da fragt man sich, warum fährst du überhaupt? Ja, ich weiß nicht. Ich habe gerade auch tatsächlich gar keine richtige Lust eigentlich zum Fahren. Und vielleicht fahre ich auch deswegen so chaotisch. Also ich glaube, ich lege mich noch eine Stunde hin. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, da sind Schilder. Mal gucken, wo es dahin geht. Hannover und... Gut, Einbeck. Marienhagen, Höxter. Wir fahren zum Horrorhaus nach Höxter. Kommen die da vorne mal in den Puschen? Nicht, oder? Müssen wir dann wieder anders machen. Alter, da passiert ja gar nichts da vorne. Lass mich mal durch. So, Dankeschön. So, aber ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt und wie gesagt, chaotisch wie es war, kommen wir heute auch sowieso auf keinen grünen Zweig mehr. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge oder ich beende diese Folge an dieser Stelle. Bitte unterlasst irgendwelche Kommentare. Ich weiß selber, dass ich scheiße gefahren bin, aber wie gesagt, zugegeben, ich hatte auch keine wirkliche Lust gerade. Spaß gemacht hat es trotzdem ein bisschen. Ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst einen Daumen nach oben da, ansonsten natürlich einen Daumen nach unten. YouTube ist es egal, da zählt nur die Aktion. Ärgern könnt ihr mich damit nicht. Und ja, ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Dann, ja, dann könnt ihr natürlich immer gucken, ne? Was wollte ich denn jetzt sagen? Abo ist kostenlos. Und wenn ihr die Glocke klickt, dann erfahrt ihr auch, wenn es was Neues gibt. So sieht's aus. Das wollte ich damit gesagt haben. So. Und ich packe... fahren da vorne mal zu diesem schnellen Brüter da, zu diesem Kühlturm. Aber das sind so wieder so Sachen, die sind nice, ne? Dieses Kraftwerk da, ne? Gucken wir mal da hinkommen. Nordrhein-Westfalen, was ist das? Hamm-Üntrop? Wie kommt man da hin zu diesem Kernkraftwerk? Entschuldigung. Komme ich hier irgendwie durch?
euch, ob wir hier so querfeldein durch den Busch fahren. Also der hat eine ungeheure Kletterfähigkeit, dieser Bus, ne? Vielleicht sind wir oben. So. Wo ist das Kraftwerk? Da stehen doch irgendwelche Dinger, oder sehe ich das falsch? Also das ist natürlich jetzt gerade sehr verwerflich, ne? Wenn man das jetzt mal sieht, die Dinger stehen hier in der Landschaft. Es ist nicht abgesichert. Also... Die haben eine neue Art von Zäunen. Das ist ja geil. Durchsichtige Zäune. Hier gibt es Windräder, aber die ganze Anlage in dem Sinne ist überhaupt nicht gesichert. Das werde ich melden müssen. Denn ich denke mal, diese Kühltürme gehören unter Umständen zu einem Atomkraftwerk. Nicht. Und das ist dann natürlich eine gefährliche Geschichte. Wir fahren da jetzt also einfach mit dem Reisebus rein, quasi so. Ne? Wo die Straße ist. Aber ich hatte vor einer halben Stunde schon gesagt, dass ich das Video hier beenden werde. Das werde ich jetzt hier auch machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich über einen Daumen nach oben. Habe ich schon alles gesagt. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und nein, ich habe nichts getrunken. Macht's gut. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr